Jeden Geburtstag werde ich reicher. Das liegt an einem alten Versprechen von meinem Opa. Doch irgendwas geht hier nicht mit rechten Dingen zu. Oh, ja, Meister, vielen Dank. Ach, was will denn der alte Knacker wieder von uns? Ah, meine Kinder, es ist an der Zeit, für mich Abschied zu nehmen. Ach, endlich. Ich meine, wie furchtbar. Was? War es... Was? Euer Glück, dass ich schwerhörig bin. Reden wir nun über das Erbe von mir. Oh, ja, Mann, wir sind reich. Ich habe mir einen ganz besonderen Plan ausgedacht. Euer kleiner Junge wird jedes Jahr immer mehr und mehr Geld bekommen, bis er 50 Jahre alt ist und dann mein gesamtes Vermögen besitzt. Was? Das Baby? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Oh. Papa, nein! Diesen Planeten will ich doch nicht übernehmen. Oh Mann, kannst du bitte mal die Klappe halten? Ich kann hier nicht in Ruhe liegen, wenn du die ganze Zeit rumbrüllst wie so ein Irrer. Sorry. Wow, Leute, wisst ihr Bescheid, was heute für ein krasser Tag ist? Mama, Papa, es ist mal wieder soweit. Was ist, Cedric, was ist los? Wisst ihr wirklich nicht, was heute für ein besonderer Tag ist? Nein, wieso, was soll denn bitte los sein? Ach man, kommt schon, ihr beiden, heute ist mein Geburtstag. Wuhu! Wen interessiert das denn, Cedric? Der Geburtstag! Oh ja, stimmt, es ist schon wieder soweit. Endlich wieder eine neue Lieferung. Eine neue Lieferung? Was genau meinst du denn bitte damit? Ach, das ist gar nicht so wichtig, Cedric. Guten Tag, kann mir jemand bitte mal diese blöde Tür aufmachen? Natürlich, wir kommen sofort. Wie viel ist es denn diesmal? Wie verabredet, 100.000 Robux. Wow, 100.000? Das ist mehr, als ich in meinem ganzen Leben jemals ausgeben könnte. Könntest du schon, wenn du es mir geben würdest. Nein. Naja, ein Versuch war es halt wert. Bis dann. Tschüss. Das ist ganz schön komisch. Warum genau haben die denn so viel Geld bekommen? Ich werde sie am besten einfach mal darauf ansprechen. Na, Mama, Papa. Ach ja. Was ist denn los, Cedric? Party. Geburtstag. Mann, Leute, ich bin heute 10 Jahre alt geworden. Ach komm schon, Cedric. So besonders ist ein Geburtstag doch gar nicht. Geh wieder rein jetzt. Los. Ich weiß auch nicht, Leute. Irgendwie freuen sie sich bei meinen Geburtstagen immer viel zu sehr. Aber irgendwie nur ganz kurz. Ich weiß auch nicht genau, was da los ist. Hat das irgendwas mit diesem komischen Geld zu tun? Naja, wahrscheinlich nicht. Aber Mama. Cedric, nenn mich nicht Mama. Ich habe dir verboten, das zu tun. Ach bitte, können wir nicht irgendwas Cooles mal zu meinem Geburtstag machen? Ich habe noch nie einen Geburtstagskuchen oder so bekommen. Cedric, weißt du, wie teuer solche blöden Geburtstagskuchen sind? Obwohl, naja, weißt du was? Hier, nimm ein bisschen was. Damit kannst du dir beim Supermarkt einen Kuchen kaufen. Oh Junge, das ist mehr, als ich jemals von euch bekommen habe. Vielen Dank. Oh Mann. Schnell einen Kuchen kaufen für mich selbst am Geburtstag. Naja, egal. Ach, musstest du ihm jetzt unbedingt einen Kuchen ausgeben? Ach, dann haben wir heute ein bisschen Ruhe von ihm. Und abgesehen davon können wir es uns leisten. Guter Punkt. Oh Junge, ich habe noch nie einen Geburtstagskuchen gekauft. Ich bin mal richtig gespannt, wie die so aussehen werden. Hallo. Geburtstagskuchen. Ach, oh, aua. Entschuldigung. Ich wollte dich nicht anrempeln. Ach, Cedric, das ist gar kein Problem. Ups. Na klar, kein Thema. War wirklich nur ein Versehen. Und, warte mal. Du hast mich gerade Cedric genannt. Woher weißt du denn, wie ich heiße? Oh, das ist eine lange Geschichte. Ich kenne deine Eltern ganz gut. Du kennst meine Eltern ganz gut? Das ist ja krass. Wer bist du denn? Sie haben mir noch nie von dir erzählt. Ach, ich bin der Vater von deinem Vater. Ich meine, natürlich ein Geschäftskollege von deinem Vater. Oh, Wahnsinn. Kurze Frage. Weißt du, wo es Geburtstagstorten gibt? Die kann man hier nicht kaufen, aber ich kann dir gerne eine geben. Wow, danke schön. Das muss ich unbedingt meinen Eltern erzählen, dass mir ein fremder alter Mann einen Kuchen gegeben hat. Da ist auch überhaupt nichts Komisches dran. Warte ganz kurz, Cedric. Erzähl deinen Eltern lieber nicht, dass du mich getroffen hast. Bitte was? Warum denn nicht? Ach, ich schulde deinem Vater noch Geld. Und das wollen wir doch beide nicht, oder? Ach so, natürlich kein Problem. Gut, dann, upp. Na dann, wir sehen uns irgendwann sicher wieder. Tschüss. Dann ab nach Hause. Papa und Mama, ich habe einen Kuchen gekauft. Ich habe einen... Also das Haus würde dann exakt 100.000 Robux kosten. 100.000 Robux? Das ist ein Klacks. Aber ich habe auch noch wunderschöne andere Häuser für etwas mehr als 100.000. Wie wär's denn damit? Keine Sorge, im nächsten Jahr haben wir ein bisschen mehr Geld als das. Aber fürs Erste, hier, bitteschön. Alles klar, vielen Dank. Mama, wo ist denn unser Haus denn? Wow, was ist das denn hier? Das, Cedric, ist ein Haus. Sieht doch jeder Blinder. Ja, ich sehe auch, dass es ein Haus ist. Aber ist das unser neues Haus? Ganz recht, Cedric. Wir haben uns heute ein neues Haus gekauft. Wow, das ist ja mal mega cool. Oh Mann. Oh, ach, hier kann ich ja wahrscheinlich richtig viel drin spielen oder so. Mega nice. Da freue ich mich drauf.
Hallo, heute ist es ja wieder soweit. Willkommen auf der Roboter-Mailbox. Falls Sie Fragen zu antworten haben, drücken Sie bitte die 1. Falls Sie die 2 drücken wollen, drücken Sie lieber die 3. Bitte was? Ich möchte einfach nur mit dem Typen sprechen. Okay, Typen wird verbunden. Hallo, oh hallo, wie geht es dir? Nun, hör mal zu, heute steht ja wieder die nächste Lieferung an, ja? Das ist laut meinen Vermerken korrekt. Kann sie heute mal nachts kommen? Ich habe irgendwie das dumme Gefühl, dass Cedric irgendwas vermutet. Natürlich, kein Problem. Alles klar, dankeschön. Woohoo, Leute, was geht ab? Oh yeah, heute ist mein Geburtstag. Oh Mann, Leute, wisst ihr, was heute für ein Tag ist? Ja, wissen wir, Cedric. Und jetzt geh aus dem Weg, ich will Fernsehen gucken. Was? Aber ich dachte, ihr freut euch immer so auf meinen Geburtstag. Und abgesehen davon guckst du überhaupt nichts. Was? Hast du noch nie was von der neuen Serie Black gehört? Ja, habe ich. Aber dafür solltest du vielleicht trotzdem erstmal den Fernseher anschalten, um sie zu sehen. Ach so, ich dachte eigentlich, das wäre die Serie. Ja, Cedric, ganz wunderbar. Wir wissen, dass du heute Geburtstag hast. Wir haben dir sogar einen Kuchen gebacken. Hast du wirklich Wahnsinn? Oh yeah. Warte mal ganz kurz. Mama, ist das eigentlich der Kuchen vom letzten Geburtstag? Wieso fragst du? Weil der schon schimmelt und wir ihn beim letzten Mal nicht gegessen haben? Ach, beschwer dich nicht. Immerhin bekommst du einen Kuchen. Naja, gut, dann esse ich wahrscheinlich doch diesen überaus widerlich aussehenden Kuchen. Kuchen. Ach. Das ist ja widerlich. Schatz, ist dieser Kuchen wirklich von den letzten 2 Jahren? Ja, warum? Hast du ihn gegessen? Ich muss ganz schnell auf die Toilette. Igitt, und das wolltest du mir als Essen geben? Na gut, weißt du was? Wenn ihr schon so toll um meinen Geburtstag kümmert, dann werde ich jetzt einfach ins Bett gehen und für den Rest des Tages schlafen. Oh Mann, ey. Es ist soweit. Schatz, bist du schon bereit? Schatz? Oh ja, ich bin sowas von bereit. Ich hab nur ganz schön heftige Bauchschmerzen. Merk dir das nächste Mal, dass du keine 2 Jahre alten Torten essen solltest. Ab geht's runter und leise sein. Cedric darf absolut nichts mitbekommen. Was darf ich nicht mitbekommen? Was machen die denn? Okay, wir sind bereit. Wartet der Roboter schon draußen? Ah, da ist er ja schon. Nur zur Info, Cedric schläft gerade. Das bedeutet, du musst ganz leise... Hallo, ich bringe euch hiermit... Psst, leise! Was hast du gesagt? Ich verstehe nicht, weil ich so laut spreche. Ach, vergiss es. Cedric schläft sowieso wie ein Stein. Das wird er niemals mitbekommen haben. Au, das hat ihn in den Ohren gezwiebelt. Oh, tut mir leid. Mein Lautstärkeaggregat ist leider etwas beschädigt. Nun denn, hier bitteschön 1 Million Robux, wie vereinbart. Oh mein Gott, Schatz, wir sind reich. Wow, du hast mich schon echt lange nicht mehr Schatz genannt. Ich habe ja auch nicht mit dir geredet, sondern mit dem Geld. Oh, naja dann, meine Aufgabe ist hiermit erfüllt. Pasta la vista. Irgendwas ist hier ganz seltsam. Und dabei spreche ich nicht davon, dass es hier so ein bisschen angebrannt riecht. Autsch! Au, 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 heiß, 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 heiß. Was? Cedric, bist du das? Also, ihr wusstet ihr schon, dass ich schlafwandle? Ich habe absolut nichts davon mitbekommen. Ich muss Apfel essen, Apfel essen. Verdammt, er hat uns gesehen. Schatz, was sollen wir tun? Ich weiß nicht, was wir tun sollen. Mit dir habe ich nicht geredet. Oh, Mann. Also, ich gehe dann mal ganz in Ruhe wieder hoch und schlaf so, als wäre nichts gewesen. Mist, er weiß jetzt, dass er nur bei uns wohnen darf, weil wir eigentlich jeden Geburtstag enorm viel Geld für ihn bekommen. Und noch viel schlimmer wäre es, wenn er herausfinden würde, dass das eigentlich sein Geld ist und gar nicht unseres. Bitte was? Au, au, aua, das stimmt nicht, das habe ich nie erzählt. Aha, also ist das die ganze Zeit mein Geld, was sich hier versteckt. Das ist gar nicht euers. Also gehört mir eigentlich theoretisch auch das Haus und das ganze... Schatz? Ja, nein. Doch, diesmal meinte ich dich. Okay, ja. Erinnerst du dich noch an Plan B? Ja. Dann wird es jetzt wohl Zeit dafür. Moment, ganz kurz. Was genau ist bitte Plan B? Ah! Also gut, bring ihn sicher zu unserem Geheimversteck, ja? Aber tu ihm nichts. Nein, nein, kein Problem. Ich werde ihm nichts tun. Denke ich zumindest. Außer er ist frech. Schatz? Ja, okay. Außer er ist wirklich sehr, sehr frech. Schatz? Ja, gut. Ich mache ja gar nichts. Ist schon in Ordnung. Aha, sieh mal einer an, was mein kleiner Tunichtgut hier so treibt. Roboter, Verfolgung aufnehmen. Kein Problem. Ganz kurze Frage, was verfolgen wir eigentlich? Was, bist du dumm? Den Van natürlich. Ach so, das hättest du doch gleich sagen können. Puh, tut mir leid, Cedric. Das Ganze war nicht so geplant. Es tut mir leid, Cedric, aber das Geld ist ein bisschen zu verlockend, wenn ich ehrlich bin. Also dann, da scheinen sie ihn hingebracht zu haben. Sollen wir in den Action-Modus gehen? Was ist denn bitte der Action-Modus? Beim Action-Modus geht es voll ab. Wupp, wupp. Wenn du verstehst, was ich meine. Oh ja, das gefällt mir. Hey, Moment mal, was war das denn für ein Geräusch? Oh,
Was? Was ist denn hier passiert? Was? Der alte Mann? Moment, was passiert hier gerade? Moment mal ganz kurz. Papa, du lebst noch? Und ob, mein Junge. Dachtest du wirklich, ich würde dir ganz einfach so mein ganzes Geld überlassen, ohne zu prüfen, was du damit tust? Genau, dachtest du, er würde das tun, ohne zu prüfen? Warte mal, was hast du gerade gesagt? Ich und diese Blechbüchse haben euch die ganze Zeit beobachtet. Und obwohl das Geld für das Kind gedacht war, habt ihr es einfach für euch selbst behalten. Das. Also dann gib das ganze Geld zurück und gib es einem rechtmäßigen Besitzer, Cedric. Ja, das könnte man schon tun. Man könnte aber auch rennen. Hilfe, weg hier. Wow. Ich verneige mich vor deinem Chi. Was zum Teufel? Ah, schön, dass du es doch geschafft hast. Das war übrigens mein Plan C. Namaste, Meister. Ich nehme kein Geld. Ich fühle mich so frei wie auf den freien Schwingen einer freien Fledermaus. Genau, was auch immer du da sagtest. Oh Mann, ey, das war wirklich ganz schön komisch. Aber scheinbar gehört mir dann wohl doch das ganze Geld. Und abgesehen davon bin ich endlich diese komischen Eltern los, die mich sowieso nur ausgenutzt haben. Naja, ich würde trotzdem sagen, liebe Freunde, das war's mit der heutigen Folge Roblox Brookhaven. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben und auf den Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Haut rein und ciao!